Hallo, heute zeige ich Ihnen, wie man die Privileg-Superautomatik einfädelt und wie man die aufspult, wie man die Spule auch in Spulenkapseln reinsetzt. Wir fangen so an. Wir haben hier Garn und haben Garnstopper und dann gehen wir hier durch die ersten, dann hier Nummer 2 und hier unten Nummer 3, dann um diese kleine Metallrad, aber erstmal von oben, dann drehen wir eine Drehung und nach hinten. Nach hinten nehmen wir hier jetzt eine Metallspule. Dann Sie können durch diese Löcher hier Garn reinschieben. So. Dann festhalten, draufsetzen. So. Rest schieben. Und jetzt hinten im Rad, hier gibt es einen Teil, den man drückt. Und jetzt sollte die Nadel ausgeschaltet werden. Also jetzt, wenn man drückt, also auf die Fußpedale, dann, wie man sieht, Nadeln arbeitet nicht. Wenn das fertig ist, dann hier alles abmachen. Na? Das, wenn man will, etwas einfacher und dann kommt nicht. Okay. Wenn man aufgespult hat, dann jetzt gehen wir zum Einfädeln. So, das zurück, diese Teil hinten auch zurück. Und jetzt gehen wir von Anfang an. Nummer 1, Nummer 2, hier. Dann Nähfuß hoch, dass diese, sehen Sie, diese Tellerchen, die gehen dann auf, hier. Sehen Sie? Deswegen immer Nähfuß hoch. Dann gehen wir nach unten, hier um diese Plastikteil. Dann drehen wir hier, dass dieser Metallteil auch rauskommt. Über die Nadeln und in die Nadel rein. Und wir haben obere Garn geschafft. Jetzt nur noch hier rein und immer aufpassen, dass sich das um die Nadel nicht dreht. Dann machen wir diese Teil auf. Ich hoffe, Sie sehen gut. Hier machen wir auf. Und jetzt nehmen wir Kapselnspulen, also Spulenkapseln und Garn. Garn ist von Rechtsseite hier reinschieben und hier bis eine Klick macht, diese Garn bricht zusammen immer. Ist komisch. Ist bestimmt alt. Wenn so Garn auch schnell bricht, dann ist alt. So, dass sich das dreht in Uhrzeiger. Und dann hier festhalten, auch diese Teil reinschieben, Garn rein, also Restgarn. Dann mit linker Hand festhalten, mit rechter drehen. Und man holt von unten nach oben auch diese Garn. Beide Garne 20-30 cm und die Nähfuß und nach hinten. Und die Nähmaschine ist startbereit. Das bringen wir auch zurück und jetzt kann man nähen. So, liebe Grüße, bis zum nächsten Video.